Logbucheintrag Nummer 10 von Captain Kirkbeard an Bord des Aufklärungsschiffs Enterforge. Ja, wir sitzen mittlerweile 10 Tage hier in diesem Felsen fest. Wir konnten mittlerweile den Maschinenraum so weit runterfahren, dass wir die Feuer löschen konnten, ohne dass der Reaktorkern beschädigt wird und uns das ganze Ding um die Ohren fliegt. Unser Außenteam steckt währenddessen ziemlich in Schwierigkeiten. Ein Teammitglied wurde in den unteren Höhlen festgesetzt und muss sich gegen eine unbekannte Spezies von insektenartigen Aliens wehren. Während das andere Teammitglied versucht, zu ihm vorzustoßen, dabei aber auf eine Art von Weltraumpiraten gestoßen ist. Wir hoffen, dass beide lang genug durchhalten und zueinander finden, dass die Außenmission weiter fortgesetzt werden kann, da wir dringend die Hilfe des Außenteams hier benötigen. Weiterhin ist der Kontakt zum dritten Teammitglied der Star Hunters abgeschnitten, immer noch. Wir hoffen, dass wir baldigst diesen Kontakt auch wiederherstellen können. Wenn nicht, müssen wir wirklich nach einer Woche vom Schlimmsten ausgehen. Ja. Gut. Und da sind wir wieder hier. In der Scheiße. Ja, wir haben das Problem. Hier oben ist irgendwo ein Whisperer. Immer noch, der uns in den Rücken fallen kann, wenn ich richtig weiß. Genau der da nämlich. Ja, so viel zu dem Whisperer. Ah, das war der neueste Spielstand, ja. Das heißt, wir müssen hier um die Ecke. Ja, die Viecher hier würde ich am liebsten eigentlich auch ignorieren. Da sie nicht in unsere Richtung gucken. Ich habe nichts gesagt. Da sieht nicht gut aus. So, ich hoffe einfach mal, dass wir direkt in einen Sandwurm reinlaufen. Ja. Okay. Und nein, das sind ja keine Whisperer, das sind ja Whistler. Sie flüstern nicht, sie pfeifen. Okay, er hat sich fürs Erste verzogen. Das ist auch ein Wurmmaul. Das ist keins. Oh, wie komme ich da oben hin? Das sieht nämlich schick und wichtig aus. Da ist auch wieder ein Wurmmaul. Oh, und das da ist irgendwas Garstiges. Bin ich gerade ins Nirvana geglitscht? Okay. Wurmmaul. Noch ein Wurmmaul. Ah. Viel zu viele Wurmmäuler. Stimmt, ich muss ja hier hinten durch. So. Ja, nicht ins Wurmmaul reinlaufen. Da wäre halt eine Rune. Die ich auch schon gerne anditschen würde. Einfach mal, um zu gucken, wie viele Ressourcen wir überhaupt haben. Ist ja jetzt schon wieder über eine Woche her. Characters bitte. Wie viel? Wir haben kein Ohr. Wir hätten zwei Dinger zum Reparieren. Dafür bräuchten wir aber das 17 Energieohr. Wir hätten aber zwei Upgrade-Punkte. Mehr heilen.
Mehr Armor im Force Field, das wäre was. Poison Acid. Ich würde mal sagen, mehr Protection im Force Field ist nicht schlecht. So. Ja, da hinten ist das Schampfviech. Können wir es nicht reinlegen? Hat das irgendwer gehört? Außer mir? Ja, ich hab's getroffen. Mal sehen, ob es direkt zu mir kommt. Ich hab's umgenutzt. Okay, es kommt. Oh. Da war gar kein Wurm oder was? Okay, aktivieren wir mal. Das Force Field gegen diesen Gegner. So. Eigentlich dachte ich, hier wäre auch ein Wurm. Oder der Wurm reagiert nicht auf das Viech. Das kann natürlich auch gut möglich sein. Oh. Ich wurde von etwas entdeckt. Runter mit dir, du nervst. Ja, das ist jetzt irgendwie schlecht. Der Ausgang scheint nämlich da oben zu sein. Na gut. Da kann ich mich nicht durchdrücken. Und da komme ich eigentlich her. Wenn ich das Ding werfe, ist er nicht angepisst, weil er wegläuft. Okay, wie mache ich das jetzt am dümmsten mit meinem angekratzten Ego sozusagen? Da oben sind nämlich meiner Meinung nach, für meinen Geschmack, viel zu viele von diesen Piraten. Oh. Und ich wurde entdeckt. Ey. Lauf weiter und bleib nicht stehen. Oh, da ist ein Wurm, oder? Ja. Ja, da war ein Wurm. Eigentlich, was ich wirklich machen müsste, wäre diese Whistler in die Spucker reinlocken. So, der hat mich gesehen. So, der wurde gefressen. Und die töten sich jetzt gegenseitig, oder?
So, das nutze ich doch mal, um abzuhauen. So. Ich hoffe mal, ich habe jetzt... Achso, ich kann keinen Quicksave, weil ich noch im Kampf bin. So, geh mal dahinter in Deckung. Oh, der hat mich jetzt gesehen. Jetzt haben mich alle gesehen und gehört. Okay. Okay, selbes Vorgehen wie gerade eben. Ich lasse den mich entdecken. Lauf weg. Ich wollte dich eigentlich in den Wurm locken. Kann ich dich in den Wurm schießen? Ja. Genau. Oh, nein, 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 nein. Du brauchst nicht kommen. Mit dir will ich nicht spielen. Der macht mir Schaden, oder? Mhm. Das ist auch nicht ganz so ausgegangen, wie ich es gern gehabt hätte. Okay, nächster Versuch. Vorbei an dem blöden Wurm. Genau, dass er den frisst. Oh. Jetzt haben mich die Spucker und der Schreihals gesehen. Und ich warte jetzt gerade irgendwo herum und habe keine Ahnung, wo ich hingehe. In ein Dead End. So, okay, jetzt ist noch ein Spucker übrig. Und ich bin bald tot. Das ist auch nicht so ausgegangen, wie es gehabt hätte. Ich muss wirklich die vier da irgendwie loswerden.
Okay, den einen habe ich. Oh, den einen habe ich wieder an den Hacken. Das ist aber so einer, der... Jawohl. Jetzt habe ich wieder die Spucke am Hals und werde gemampft. Weil ich selber in den Wurm reingetreten bin. Ich muss schon mal sagen, das hier ist etwas schwieriger. Ich müsste mich eigentlich irgendwo zurückziehen auf offenes Gelände. Und einfach hoffen, dass die sich gegenseitig jetzt bekämpfen und umbringen. Okay, der Wurm hat den gemampft. Die beiden sind noch immer alarmiert. Jetzt nicht mehr. Oh, jetzt hat der mich gesehen. Okay, hier hinten auf dem engen Raum war das jetzt einigermaßen okay, gegen die beiden zu kämpfen. Gut, jetzt konnte ich endlich mal einen Quicksave machen. Hier sind immer noch 4 Stück. Wenn ich richtig gesehen habe, ja. Okay, der hat mich jetzt ganz kurz gehört. Oh, er hat mich ganz kurz gesehen. Ich könnte den theoretisch runterballern, oder? Ja, konnte ich. Dich konnte ich auch runterballern. Euch beide? So. Fehlst nur noch du. Uff. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn ich jetzt hier halb tot durch den Spalt schreite. Nein, das ist nicht gut. Safe bringt mir überhaupt nichts.
Weil jetzt bin ich im Alien-Gebiet. Oh. Also, was heißt im Alien-Gebiet? Im Gräbergebiet. Und ich habe nirgendwo eine Heilsphäre in der Nähe. Ja. Logbucheintrag, Captain. Logbucheintrag Nummer 10, Captain Kirk Peart, Abschluss. Wir haben eine kurze Rückmeldung unseres Forcer Außenteams gekriegt. Er steckt zwischen allem möglichen Viehzeug fest. Er hat es gerade so geschafft, mit Hilfe eines kleinen Tricks die Piraten abzulenken und in das nächste Gebiet vorzudringen, nur um schwer verwundet vor einem Haufen Aliens zu stehen. Mal sehen, wie es weitergeht. Kirk Peart, Ende.